Grüß Gott, liebe Aufrufer. Es ist heute hier bei mir Mittwoch, der 12. Juni 2013. Ich bin in Köln. Die Echtzeitlage wird im Grunde dominiert von den Wahlkampfstreitereien Untersuchungsausschuss de Maizière. Die Aktennummer ist bekannt inzwischen aus dem Ministerium schriftlich mit Vermerken. Minister de Maizière hat also gelogen bis jetzt. Er hat bereits im Jahre 2012 die ganze Misere und die großen Geldverluste, das Debakel, das Fiasko, gewusst und hat bis jetzt gelogen. Nun wurde ein Untersuchungsausschuss beantragt von der Opposition. Die Bundesregierungsmehrheit im Parlament, im Bundestag, hat das abgelehnt. Jetzt gibt es den nächsten Schritt. Es wird also zu diesem Ausschuss kommen. Dann werden auch Steinbrück, Trittin und so weiter, einschließlich der Bundeskanzlerin Merkel, dann herbeigezerrt werden, machen Wahlkampf zum Thema Drohnen zur Selbstverteidigung, Drohnen zur Aufklärung und Kampfdrohnen. Das ist nicht schlecht. Ich habe hier aber ein etwas anderes Thema. Das ist für uns vielleicht mindestens genauso wichtig. Das mündet nämlich in das große Thema Staatskrise ein. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Mittwoch, 12. Juni heute. Lichtgeschwindigkeit Nummer 3398. Mein Name ist Dietmar Möfs. Ich bin Soziologe und habe immer eine kleine soziologische Nebenaufklärung, wenn wichtige Themen sind. Wie hier jetzt zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dann gleich noch in der Neuen Zürcher Zeitung folgendes. Die PRISM. Datenschweinereien, die Spionage der USA gegen den Rest der Welt steht jetzt am Pranger. Und hier heißt es, in Amerika, wo der Edward Snowden, der junge Mann aus Amerika, der IT-Fachmann, jetzt als Whistleblower quasi Dokumente rausgebracht hat in die Öffentlichkeit über diese Datenmissbrauchsgeschichten, 10.000 Amerikaner bekunden Solidarität mit Edward Snowden. EU-Kommission verlangt Auskunft über Ausspähung. Also die Spionage gegen Freund und Feind. Alle, die das interessiert, werden sich darüber informieren, was dahinter steckt. Ich will nur hier dokumentieren, wie unsere Medien das bringen heute am 12. Neue Zürcher Zeitung, Mittwoch hier, Schweizer Themen, US-Botschaft, brisante Aussagen des US-Whistleblower Snowden. Große Hauptüberschrift, das ist hier Hochwasser von Sachsen-Anhalt, auch als Titel von der Schweizer Zeitung. Weitere Evakuierung nach Dammbruch im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, zweite Jahrhundertflut in 11 Jahren. Dann hier auch das Thema Lex USA, das hängt ja alles miteinander zusammen. Auch da geht es, hier heißt es, das vom Bundesrat, also Schweizer Bundesrat, vorgeschlagene Sondergesetz zur Lösung des Steuerstreits mit den USA schafft Verwirrung bezüglich Datenschutz. Während Kritiker eine Einschränkung des Datenschutzes befürchten, erwartet der eidgenössische Datenschutzbeauftragte genau das Gegenteil. Die Wirtschaftskommission des Ständerats hat die Diskussion über die Lex USA am Montagabend erneut aufgenommen. Und jetzt komme ich aber hier zu der Darstellung Edward Snowden hier, Seite 3, Neue Zürcher Zeitung. Die Affäre Edward Snowden schreckt Washington auf. Nur mäßiges Echo in der Bevölkerung auf die Tragweite des Überwachungsprogramms. Enthüllungen werfen Licht auf Schwachstellen. Hier steht dann Brisantes aus Genf, wie die CIA einen Bankangestellten angeworben haben soll. Hoffnung auf die schützende Hand Chinas mit der Wahl Hongkongs als Zufluchtsort bringt Edward Snowden Peking in eine delikate Lage. Hier kommt jetzt noch etwas zu der Person, das werde ich gleich zum Besten geben. Aber es sind auch im Fernsehen hier in Echtzeit wirklich richtige Demonstrationen der Amerikaner, die gesagt haben, Edward Snowden ist ein Held. Er ist mit persönlicher Opferbereitschaft eingetreten für die Schutz und die Verwirklichung der menschlichen Werte der amerikanischen Verfassung. Ja, liebe Leute,
Herr Snowden setzt sich nicht für die Verwirklichung der Menschenrechte in Deutschland ein. Aber hier geht es also um die amerikanische Verfassung und die Verfassungswidrigkeit dieser Volldatenabgreiferei und Vollprofilierung. Das ist Gestapo hoch 3, Big Brother in Amerika gegen die Amerikaner. Herr Snowden hat es geoutet. Dafür haben nun einige intelligentere Amerikaner tatsächlich Bereitschaft nach außen gebracht. Wir wollen geschützt werden vor den infamen Geschichten. Und hier also eine verblüffende Affäre. Und hier ist ein Foto von Hongkong. Das sieht ja auch nett aus. Wer schon mal in Hongkong war, der kennt auch das Wasser da und weiß auch, wo unweit von den tollen modernen Häusern dann ganz arme Leute wohnen. Die wohnen auch in Hongkong, aber naja. Eine verblüffende Karriere. Washington. Besonders viel ist über den 29-jährigen Edward Snowden, der sich als Quelle der Enthüllungen über die ausgedehnte Überwachung des Telefon- und Internetverkehrs durch die amerikanische National Security Agency, NSA, National Security Agency, zu erkennen gab. Nicht bekannt und das wenige, das öffentlich ist, fußt auf seinen eigenen Aussagen, die nur zum Teil bestätigt wurden. Snowden gab demnach für seine Überzeugung, dass die amerikanischen Behörden einen inakzeptablen Überwachungsstaat aufgebaut hatten, ein angenehmes Leben in Hawaii auf. Mit einem Jahreseinkommen von $200.000 und einer festen Freundin. Anfang Mai verschwand das Paar aus dem Haus, das es nur wenige Monate gemietet hatte, spurlos. Die Nachbarn berichten, das Paar habe weder jeden Kontaktversuch ins Leere laufen lassen, die Sicht in die Garage mit einer Wand aus Kartons abgeblockt und nur selten und dann erst spät nachts Besuch erhalten. Geboren in North Carolina, wuchs Snowden in Maryland auf, also Ostküste, Boston, New York, Washington. Snowden verließ die Mittelschule vorzeitig, holte den Abschluss später aber nach und brach dann auch ein Informatikstudium ab. Der Versuch einer militärischen Karriere endete in einem Unfall während einer Übung, bei dem er sich beide Beine brach. Er fand schließlich als Wächter in einer NSA-Anlage Arbeit, von wo er zum Auslandsgeheimdienst CIA als Spezialist für Systemsicherheit wechselte. In dieser Funktion wurde er 2007 unter diplomatischem Deckmantel nach Genf entsandt. 2009 verließ er den Dienst und begann eine Reihe von Engagements bei Betrieben, die im Auftrage der NSA arbeiteten, unter ihnen Dell und zuletzt die Firma Booz Allen Hamilton. Dies ist mit rund 25.000 Angestellten ein Riese unter der wachsenden Zahl von Unternehmen, die den amerikanischen Geheimdiensten zudienen. Booz Allen Hamilton, kann man sich vielleicht merken. So, also, was sagt uns das? Der muss zu Mollat in die Psychiatrie wahrscheinlich. So, danke für den Aufruf. Snowden, Edward Snowden.